Ich hasse Fortnite. Mein Neffe hat einen neuen Kumpel. Talla oder Teilfried, wie er heißt. Der ist 7 Jahre älter als mein Neffe und trotzdem spielen sie jeden Tag dieses Spiel zusammen. Mir kommt es so vor, als ob, egal wie alt du bist, jeder spielt Fortnite heutzutage. Ey Mani, wo bist du? Tilted Towers. Welchen Skin hast du eigentlich? Ich seh dich nicht. Skull Trooper. Ach so, du bist Tilted Towers. Ja okay, ich bin da, Loot Lake bei den Strömen, ich komm gerade. Wir sehen uns gleich, Alter. Ja okay, wir treffen uns gleich. Fortnite zerstört mein Leben und das Leben von meinem Neffen. Ich kam nach Hause, ich dachte, mein Neffe ist zusammengeschlagen worden, irgendwas Schlimmes ist, weil er weint zu Hause. Und dann gab es am Ende des Tages nur dieses kleine Problem. Wer weint da gerade so? Meint er mein Neffe? Imani! Was ist los? Ich hab den epischen Sieg verpasst. Und deswegen weinst du? Deswegen weinst du wegen einem epischen Sieg? Und diese Situation gab es genau bei dem besten Kumpel von meinem Neffen, Talla, aka Teilfried. Er hat auch geweint wegen diesem Problem. Talla? Was passiert? Was passiert? Wurdest du abgestochen? WLAN geht nicht! Ich dachte, du bezahlst! Was ist los? Was ist los, hä? Warum bezahlst du nicht WLAN? Wie, wegen WLAN heute? Brüderschaft beendet! Brüderschaft beendet! Geh raus! Ja, und ich verstehe die beiden nicht. Ich versuche mit denen ein normales Gespräch zu führen und ich verstehe kein einziges Wort. Weißt du noch, als die Insel abgestürzt ist? Die ist genau auf meinen Kopf abgestürzt, ohne Spaß. Ey, was findest du ist der beste Skin? Love Ranger. Nein. Natürlich. Skull Trooper ist besser. Junge, Trommelgang ist weg. Was ist eine Skull Trooper? Trommelgang ist weg. Welche Schultasche? Welche Trommelgang ist weg. Schultasche? Mein Onkel ist Nichtsnutz. Wie kann er FIFA 19 spielen, wenn es Fortnite gibt? Und was ich auch nicht verstehe, sie spielen Fortnite und auf ihrem Handy gucken sie Fortnite. Das heißt, sie spielen Fortnite und gucken auf ihrem Handy ein Fortnite-Video, wie jemand gerade eben Fortnite spielt. Was für einen Sinn macht das? Ich verstehe Barrys Problem nicht. Fortnite hat so viele Vorteile. Ich kann ein Skin nehmen, was breit ist, aber im echten Leben werde ich niemals so. Oder ich kann mich verstecken, weil ich nicht tanzen kann. Im Fortnite habe ich so viele Moves drauf. Oh. Und seitdem es Fortnite gibt, gibt es ja nur noch gute Tänzer. Auf einmal kann jeder tanzen. Weil Fortnite hat ja diese Tänze erfunden. Vorher gab es ja diese Tänze nicht. Oder? Kein Wunder, dass mein Onkel keine Freunde hat, weil er noch nie einen epischen Sieg hatte. Und wenn du nur einmal etwas Falsches über Fortnite sagst, kann der 11-jährige Neffe zu einem 30-jährigen Menschen werden, der Anabolika nimmt, und der 18-jährige Talla hat auf einmal einen Vollbart. Ich verstehe nicht, warum ihr Fortnite spielt. Ein scheiß Spiel. Hä? Ich hasse das Spiel. Ernsthaft, das Spiel ist kacke. Was? Junge, was ist denn los, Mann, Alter? Werd doch mal locker, Mann. Was denkt er, wer er ist? Er hat Glück, dass ich mit meiner goldenen Skaha auf ihn gebrettert habe, Alter. Ich hätte mit Heavy Pump? Niemals! Du bist meine einzige Hoffnung, okay? Du spielst auch kein Fortnite. Versprich mir niemals, Fortnite zu spielen, okay? Okay? Hast du mir die Hosen gemacht? Das riecht ganz schön nach Erwachsen. Leute, falls ihr Bock habt, dass mein Neffe öfters mitmacht, schreibt es mal in die Kommentare rein. Aber Leute, jetzt was ganz Wichtiges, und zwar... Er war Planet Kanax vorher, jetzt heißt er Talla. Wir haben ein Video auf seinen Kanal gedreht. Der oberste Link in der Beschreibung, geht alle rauf, Leute. Kommentiert dieses Video mit Bodyformers Army. Ab sofort heißt der Kanal Talla. Es wird geil werden. Es wird noch vieles folgen mit Bodyformers und Talla zusammen. Es wird auf jeden Fall Abriss werden. Aber Leute, kommentiert dieses Video, worauf ihr jetzt nächstes Bock habt auf Bodyformers. Virusvideos, Ausbildungen, egal was es ist, kommentiert unter diesem Video, Leute. Und das war's. Hast du auch was zu sagen? Jo, Alter, was geht ab? Okay, wir sind draußen. Ciao, ciao. Ich hasse dieses Spiel. Mein Neffe hat jetzt einen besten Kumpel, der ist circa 7 Jahre älter. Ich habe eine... Action. Mein Onkel ist so nix. Ja, genau, das ist ein richtiger Wort gewesen. Warte. Action.